Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Ja, da sind wir wieder und ihr seht rechts oben, beziehungsweise auch im Hintergrund, dass ich momentan einen Premium-Account habe. Denn, ja, es gab halt diese Aktion und gestern habe ich dann nochmal eine Runde gespielt, um den noch freizuschalten. Und insofern wollen wir es auch nochmal ausnutzen und noch eine Runde spielen. Auf dem VK3002 seht ihr hier jetzt 16k fast, immerhin schon mal an Forschung. Geht also voran und Typ 59 bin ich auch noch ein paar Runden gefahren. Da haben wir jetzt 3,2, na noch nicht ganz, 3,15 Millionen Gold inzwischen schon. Beziehungsweise na, Gold sind sie gar nicht, sind Credits. Und insofern, es geht recht gut voran. Ich werde nachher natürlich auch noch ein paar Spiele machen, dass wir noch ordentlich Kohle reinbekommen. Aber jetzt wollen wir doch erstmal nochmal, denke ich, mit dem VK fahren. Denn, ja, was man mehr Forschung bekommt über einen Premium-Account, ist ja doch ganz beträchtlich. Und wenn wir sehen, dass wir noch 81k brauchen, ja, dann wollen wir das doch ausnutzen. Schauen wir mal. Eine Arti haben die, den GW Panther. Ja. Ja. Das ist schon ganz in Ordnung. Auch wenn es nicht unbedingt meine Lieblingskarte ist. Das kommt schon hin. Huch, Busch. Schauen wir doch mal. Ich denke, wir fahren auch dann gleich hier oben lang, wo wir jetzt schon stehen. Das kommt dann ja hin. Okay, der 12T drängelt ordentlich. Warum fährt er nicht einfach vorbei? Wo ich gerade erstaunlich finde, dass wir auch so schnell sind. Im Vergleich. So wirklich viel schneller sind die ja nicht. Erstmal dagegen fahren. Das ist natürlich eine wunderbare Idee. Ei, da war ich noch ein bisschen fix. Sorry, aber gut. Nicht so schlimm. Der Typ 59 guckt. Jetzt fährt er rüber. Das ist gut. Ach du Scheiße. Ja, wenn wir mal da hinten hingucken in die Mümpelgasse, sehen wir ja schon wieder den totalen Auflauf. Den kann man leider nicht essen. Insofern, ab durch die Mitte hier, ey. Wir müssen hier vor. Wir brauchen eine Hilfe, auf jeden Fall. Hier drauf, kriegst einen rein. Gleich noch ein. Oh, gut. Sind wir auch tatsächlich abgeprallt. Und. Kacke. Müssen wir noch weiter runterziehen. So funktioniert das. Aber der prallt bei mir auch immer ab. Ich würde mal sagen, das war eindeutig über den Felsen geschossen, aber gut. Das muss wehtun. Was hat mich mir jetzt zerstört? Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Ladeschütze tot, oder? Keine Ahnung.
Nein, und daneben. Ach, komm, jetzt geh mal. Geh mal sterben. Abgeprallt? Das glaube ich ja wohl mal nicht. So, hinterher. Die werden wir jetzt platt machen. Und dann brauchen die echt Hilfe. Sonst wäre das doch nichts mehr. Dann müssen wir uns ein wenig beeilen. Wow. Okay. Erstmal gegen das Mikro hauen. Auch meine Maßnahme zur Zerstörung. Ja, komm, fahr durch. Hinterher. Oder der stinkt ihn. Ja, komm, lass den Scheiß hier 29 abhauen. Lass uns den Berg cappen. Das mal eher verarsche. Der ILC. Denn ich behaupte einfach mal, dass wir es gecappt bekommen. Lol, 13,75 im Anflug. Da werden die Gegner schnell genug hinterherkommen. Das sieht gut aus. Ja, so gewinnt man ein Gefecht. Da haben sich die Gegner einfach zu sehr auf eine Seite konzentriert. Und ja, das ist jetzt zu langsam gewesen. Sehr schön. Das war auch ein tolles Gefecht. Gefällt mir. Ja. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Kohle bekommen. Und deutlich mehr Erfahrung. Jetzt haben wir schon 17.000. Das hat auch was. Ja komm, ein Match machen wir dann auch gleich noch. Hafen. Stufe 7. Ja. Das ist doch in Ordnung. Damit können wir, denke ich, leben. Ich denke, dann fahren wir auch einfach mal nach da rechts zur Lagerhalle. Wie immer. Das dürfte ganz gut funktionieren. Schöner Panzer. Legen wir los. Ja, am Wochenende, vielleicht war ja auch einer von euch im Kino, habe ich mir mal den neuen Teil von Die Tribute von Panem angeguckt. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Hat mir gefallen, der Film. Hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, es wird nicht noch besser als der erste Teil. Also, ich persönlich habe die Bücher zwar nicht gelesen, aber habe mal einen Freund gefragt, der sie halt gelesen hat, und er fand nämlich auch, die Umsetzung ist besser gelungen. Und für das hat man auch so schon gemerkt, einfach vom Film her. Es war, wie soll ich sagen, stimmiger einfach, finde ich. Insofern kann ich euch nur empfehlen, wer sich den noch nicht angeschaut hat, geht ruhig hin.
Und sowieso. Ich bin sonst nicht so oft im Kino. Ich finde Kino dann immer wieder auch toll einfach. Also kann man zu Hause einfach keinen Film gucken. Auch wenn man einen großen Fernseher hat und mal die Anlage ein bisschen aufdreht und so weiter. Ist einfach beeindruckend mit der riesigen Leinwand. Und dem M4, der uns dann reinjagt. Nein, und wenn die da natürlich richtig den Sound aufdrehen, da knallt vielleicht. Das bringt richtig Spaß. Und gerade natürlich bei solchen, ja, monumentalen Filmen, wie die Tribute von Panem, bringt solche große Leinwand natürlich auch richtig was. Insofern, das hat echt Spaß gebracht. Mal wieder im Kino und dann so einen tollen Film. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut ihn euch ruhig an. Macht mal nichts falsch. Meine Fresse, dieser scheiß M4. Ich bleib jetzt hier mal stehen. Bleibt nämlich der Scherenfernrohr aktiv. Wir sehen ihn hoffentlich. So läuft der Hase nämlich, ey. Soll nur wiederkommen. Meine Fresse. Wir lassen uns hier bestimmt nicht wegknallen. Na? Jetzt traut er sich nicht mehr. Scheiße. Jetzt kommt er wieder. Aufgepasst. Na? Na? Oder doch nicht? Will er nicht? Will er einfach nicht? Ah, so ein Sack. Da habe ich nicht früh genug gesehen. Schade. Oh! Eieieiei. Das sieht vielleicht ja richtig bissig. Ich glaube, den reparieren wir mal kurz, den Funker. So. Wir könnten uns mal woanders hinstellen. Nee, hier hoch will ich nicht. Das ist Bullshit. Wir fahren mal der SU-100. Nee, ist gar kein SU-100. Der SU-85 fahren wir einfach mal hinterher. Komm. Wir fahren da jetzt rein. Das schaffen wir schon. Was geht jetzt ab? Warum ruckelt es so mega mäßig? Jetzt nicht mehr. Was zum Henker? Okay, da steht noch eine Hellcat. Tja. Holo. So bestimmt nicht, ja? Los, komm wieder. Die SU ist weg. Nicht so gut. Sehr schön. Das ist hingegen sehr gut. Ich hoffe mal, der T25AT kriegt das an der Base geregelt. Aber eigentlich müsste damit klarkommen. Oh Scheiße. Komm, das schaffst du.
frech. Ja, T25 2 ist natürlich auch hinbekommen. Ah, ne, ist der AT. Ist gar nicht der 2. Ist der AT. Oh. Okay. Von mir aus spielen wir auch. Du wirst verlieren. Fail. Holen wir uns nochmal die komische Arti da hinten. Und ich muss sagen, das lief doch ganz gut. Die verkrümmelt sich jetzt wahrscheinlich natürlich. Ich hoffe nicht zu weit. Wäre ganz schön, wenn wir die noch kriegen. Und nicht irgendwo anders. Okay. Fail. Und weg. Ja, sehr schön. Das lief doch gut. Ui, da haben wir auch wieder Erfahrung bekommen. Auch ganz gut ausgeteilt. Und boah, ein bisschen Kohle bringt das auch wieder. Sehr schön, das waren noch zwei sehr gute Runden. Jetzt haben wir ja fast 20.000. Und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Attacke!